Ich kann auch nur das sagen, was ich auch da mitbekomme, dass die Planung bei Frankfurt zu laufen, dass sie sich vorstellen könnten, die beiden Spieler, die sie ausgeliehen haben, auch weiter zu beschäftigen. Dass, glaube ich, auch die Spieler nicht abgeneigt sind. Tranquillo hat sich ja auch klar positioniert. Er hat einen Vertrag bei uns. Wir stehen zu unserem Vertrag. Ich gehe davon aus, wenn sowohl Tranquillo, aber auch Eintracht Frankfurt eine Entscheidung getroffen haben, wie sie weitermachen wollen, werden wir darüber informiert werden und werden dann abwägen, was das Richtige ist zusammen halt. Und dann guck mal, wo die Reise hinläuft. Das ist jetzt noch nicht festzustellen, außer einem Fakt, dass er einen Vertrag hat und wir auch zu diesem Vertrag stehen.